Hallo Leute, grüß dich YouTube und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben in der Livea-Ausgabe. So, zuletzt haben wir ja nochmal ein paar Nebenquests gemacht hier und vor allem in dem Wald und bei Jacks Leuchtturm aufgeräumt. Da fiel mir ein, jetzt als ich den Stream gestartet habe, dass ich da gar nicht bei Jack Bescheid gegeben habe. Das habe ich jetzt im Stream nochmal schnell gemacht. Hab dem gesagt, dass sein Leuchtturm frei ist. Das gab 300 oder 400 Erfahrung. Schon mal sehr gut. Und da haben wir sogar das Krautpaket auch noch abgeholt in der Stadt für den Cypher. Ihm vorbeigebracht und sind jetzt zurück hier unten. Dadurch haben wir ein Level gemacht, konnten Geschicklichkeit um 5 erhöhen. Auf 95. Und ja. Und da sind wir auch schon wieder unsichtbar. Dann geht es jetzt mal richtig krass weiter. Wir haben ja vorhin von Vatras den Brief bekommen, dass wir bei der Expedition mit helfen sollen. Ich soll für Nefarius die verlorenen Teile des Ornamentes finden. Das habe ich die Gesprächsoption dafür. Das ist ja unglaublich. Du steckst schon wieder mit drin. Die finden halt keine besseren Arbeitskräfte. Okay, mehr konnte ich jetzt nicht mit dem Saturas besprechen. Dann gehen wir einfach mal zu Nefarius. Wir haben ja alle Fragmente von den tollen Teil hier geholt. Wollen wir direkt mal gucken, ob die das nicht zusammenkleben können, wenn sie genügend Uhu haben. Interessanter Tempel hier vor allem. Und was ist das hier? So prinzipiell so ein Adler? Was ich merkwürdig finde, ist, es gibt recht wenig in den Gothic-Lore Gleichnisse von Innos selber. Ich meine, klar, es gibt den an der Statue, aber ihr kennt ja alle so diesen Schädel vom Schläfer. Der wird irgendwo immer als das Gleichnis von Belia angesehen. Hey, du. Wobei das, glaube ich, wirklich nur vom Schläfer selber ist. Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Ich habe sie gefunden. Alle. Das ist großartig. Toll, ne? Jetzt habe ich sie alle. Jetzt müssen wir sie nur noch zusammenfügen. Wir müssen mit vereinten Kräften wirken, um das Ornament wieder zu einem Ring zusammenzufügen. Hier, ich kann dir für deine Mühen einige Goldmünzen geben. Folge mir. Danke. Ja, dann geh mal voraus, du. Ich nehme an, du lässt dir Zeit. Du und die Wassermagier, immer wieder dieselbe Leier. Ja, so ist das leider. Jetzt sind die auf ewig unsicher, ob sie mir glauben können. Mach! Mach mal schneller. Innos darf nicht gezeigt werden, meint der Alex. Das ist wirklich so? Dass die es wie im Christentum sich denken, kein Gleichnis von ihm? Wunderbar. Ich meine, die Innos-Statue selber sieht mir so ein bisschen aus. Ich glaube, jetzt finden wir hier bald keine, aber die sieht mir so ein bisschen aus wie so ein König. Ich glaube, die müssen ja jetzt hier alle an so einen Altar hoch. Ebenfalls dann... Adonis selber hat man, glaube ich, gar kein Gleichnis bisher gesehen, oder? Weil das finde ich mal Innos und Adonis. Davon sagen wir ein Gleichnis zu sehen. Das wäre... Oder wer ist eigentlich der auserwählte Innos? Ja, das ist so ein bisschen die... Da gibt es ja ein bisschen Leute, die meinen, gut, der Held, das ist ein auserwählter Innos. Andere würden sagen, das ist ein auserwählter Adonis. Was meint ihr? So, seid ihr gleich alle fertig? Nee, ihr wartet noch auf Nefarius. Ihr guckt euch aber schon mal eure Notizen an. Das Gesangbuch für euren epischen Dings gleich. Ja, Innos dachte ich auch. Das sah aus wie der König da an der Innos-Statue, oder? Ey, muss ich nochmal mit dir sprechen? So. Ja. Und nun geh zur Seite. Elf! Wir wollen euch ja nicht stören. Adonis, Bestgott. Ja, genau, in Gothic 3, das ist ja die Sache, in Gothic 3, es gibt ja eigentlich kein definitives, wobei gar nicht, ich glaube, Adonis ist das definitive Ende von Gothic 3. Seid ihr mal langsam fertig hier mit eurem Zauber? Aber das kommen wir ja noch hin, können wir uns ewig drüber auslassen, wenn wir dann Gothic 3 selber spielen. Sagt ihr mir Bescheid, wenn ihr fertig seid, oder? Ah.
bist noch nicht fertig. Dann, sorry, ich wollte nicht stören. Ja, dann gucke ich mir mal hier so ein bisschen, das sieht aus wie ein Flügel hier. Vielleicht ist Adanos ein Vogel. Weißt du? Das Ornament ist wieder zusammengesetzt. Cool. Da du uns die notwendigen Bruchstücke dafür gebracht hast, sollst du sie auch ins Portal einsetzen. Geh zu Saturas und lass dir den zusammengesetzten Ring geben. Das Portal wird sich dann hoffentlich öffnen. Ja, wenn du meinst. Da freut sich der Saturas bestimmt, dass ich dann das... dass ich da was anfrage. Hey, du. Ja, genau, das wäre der perfekte Punkt, um Kai und Mike Hodge zu fragen. Gib mir den Ring. Gib mir den Ring. Das Portal öffnen. Gut, als neues Mitglied unserer Kinder soll dir diese Ehre zuteil werden. Doch Klammern schlau. Auf eine Nachricht von Vatras. Bevor ich sie nicht erhalten habe, können wir noch nicht gehen. Ich habe eine Nachricht von Vatras für dich. Diesmal habe ich die nicht gelesen. Höchst interessant. Verwundert. Gut. Hier, nimm den Ring. Wir werden uns am Portal versammeln und auf dich warten. Wenn Nefarius recht hat, wird sich das Portal öffnen, sobald du den Ring dort einsetzt. Coole Sache. Ah, komm, Schmettrin, Wettrin zum Portal. Saturas, komm, wer zuerst da ist, hat gewonnen. Letzter macht die Fackeln aus. Zack. Ich gewinne. Haha. So. Nicht wahr? Ein bisschen merkwürdig, ne? Das hat dir wohl gereicht, dass Vatras die ganze Zeit für uns birgt. Aber ich glaube, es geht noch ein bisschen weiter. So, ja, ihr seid alle auch noch nicht weiter. Haha, ich habe gewonnen. So. Zack. Oh, da geht auch direkt eine Zwischensequenz los. Haben wir nicht auf den Saturas gewartet? Stell mal vor, der wird jetzt sauer, weil wir nicht gewartet haben. So, hey. Das erinnert mich an das Portal, in dem der Schläfer damals verschwunden ist. Was meint ihr? Schläferportal? Ist der Schläfer tatsächlich in der neuen Welt eventuell? Ja. Nefarius! Portal ist offen! Was nun? Worauf wartest du? Geh schon und mach uns den Weg frei. Wieso? Mach uns den Weg frei. Du bist mir auch so einer. Mach uns den Weg frei. Okay. Was habe ich denn für Stumpfwaffen dabei? Verdammt. Portal ist gleich aufgebaut. Ist ja dieselbe Magie. Ja, in der Zwischenwelt. Der hängt noch fest, ne? Der ist im Stau. Puh. Ja, dann ist der Kampfstab des Ring des Wassers nach wie vor meine beste Zweihandwaffe, ne? Oh, ja. Nachdem wir den Schläfer verbannt haben, ist der in uns übergegangen. So sieht das nämlich aus. Saturas, ich habe gewonnen. Ich kann nicht mit dir reden. Gib mal Lernpunkte für Stärke aus. Ich habe nur noch einen Lernpunkt. Wird aber als nächstes gemacht. Ne? So, richtig schön langsam. Was für ein hässlicher Ladescreen eigentlich. Aber für eine coole Welt. Richtig coole Welt hier. Ja. Wo sind wir denn hier? Alles. Stargate? Sowas von. Kann sich aber keiner verkneifen. Ich glaube, deswegen heißt jede zweite Folge, wir gehen durch das Stargate oder so auf YouTube, die über diesen Teil handelt. Mal kurz gucken, was es hier in den Tempel gibt. Ha! Auf P76X. Wieso kann ich das nicht lesen? Ein bisschen merkwürdig. Ich habe ja die Sprachen gelernt. Sichel und... Komisch. Dass ich nicht lesen kann. Weil ich würde gerne mal das lesen, um zu gucken, was da darüber steht, hier mehr über die Geschichte. Ha! Da haben wir auch direkt zwei, so, Kollegen.
Sind die aktiv? Bist du aktiv? Du meinst wieder der Bug? Das könnte sein, ne? Ich versuch mal gleich mich hinzulegen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, der schreit ja gar nicht zurück. Alter, wie viel steckt der out? Ein. Da haben wir endlich mal ein... Oh je, oh je. Oh, das wäre aber nervig. Da wäre ich aber salty, wenn das jetzt schon wieder ein Bug wäre. Aber das können wir ganz einfach testen. Was lag denn hier? Kohle. Hör mal, die hauen aber krass rein. Da wünsche ich, ich hätte jetzt eine Einhandwaffe mit Stumpfschaden. Durchs Portal und weg. Ist mir zu wild hier. Ich gehe wieder ins Minental. Okay, dann testen wir das mal kurz. So, Marvin Mod an. Hero. Export. Bugfix. Hero. Import. Bugfix. Ah, B42. Hm. Da scheint nichts zu passieren. Ist das dann vielleicht in der letzten Sprache geschrieben? Kann das daran liegen? Ich werde jetzt einfach mal... Oh je. Yeah. Ich kann den gar nicht looten, der hat nichts dabei. Alter. Uff. Kommt der aber schon ziemlich nahe gerade. Meint er, ich kann den... Meint er, der Meisterdegen macht genug Schaden, dass ich den mit dem Meisterdegen auch einfach hauen kann? Vers oh. Oh. Das kann sein. Vielleicht sagt er mir dann den Sprachmage. Das ist doch ein Myxi, oder nicht? Haha! Da wäre das jetzt nicht gerechnet, ha? Oh, verdammt, wohin geht der denn jetzt? Was zur Hölle? Pro-Tipp, einfach Pfeil nach oben, nach unten für letzten Befehle. Da wird das... Das hilft sogar wirklich. Lol. Geht er wieder in Standby. Okay. Von mir aus, wenn er aufgibt, soll mich nicht stören. Den Sprachmage. So, und da lag hier ein edles Schwert, ein silberner Ring... Und eine alte Steintafel und Gletscherquarz. Hier sind aber einige Leute tot, ne? In dem Tempel. Was ist hier passiert? Ich muss das wissen, weil ich möchte nicht auch hier als Skelett landen. Da liegt dann ziemlich mehr als nur ein Heiltrank und ein edles Schwert neben mir. So viel Beute, die ich habe. Aber gehen wir erstmal raus aus dem Tempel. Oh, guck mal. Steintafel der Lebensenergie 3. So, jetzt bin ich mal gespannt auf der Add-on-Welt mit der Liver-Mod. Adanos sei Dank, da bist du ja endlich. Wir dachten schon, du tauchst gar nicht mehr auf. Was? Relax. Wieso seid ihr schon hier? Du bist durch das Portal gegangen und wir folgten dir. Es dauerte nicht lang, da sind wir hier angekommen. Doch du warst nicht da. Wir sind schon einige Tage hier. Einige Tage? Wie kann das sein? Verflixt. Nachdem wir dich hier nirgendwo finden konnten, hat Nefarius versucht zu ergründen, was schiefgelaufen sein könnte. Er wirkte bisher ziemlich ratlos. Naja, du bist ja jetzt hier naja. Und kannst mit deiner Arbeit beginnen. Mit meiner Arbeit so. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben eine Menge neuer Erkenntnisse gesammelt. Die Erdbeben scheinen hier tatsächlich stärker zu werden. Wir sind nicht mehr weit von ihrem Zentrum entfernt. Die Erbauer dieser alten Bauwerke hatten damals hier eine Stadt errichtet. So viel können wir schon mal sagen. Ja, die Säulen deuten darauf hin, ne? Aus irgendeinem Grund ist ihre Kultur untergegangen. Bisher können wir allerdings nur Vermutungen anstellen, warum. Ja, aber ich finde das auch cool. Weißt du, an welches Spiel mich das erinnert, wo man ebenfalls durch ein Portal geht? Outcast. Da war das auch eine ähnliche... Und extrem wichtig für die Story, dass die Leute zu unterschiedlichen Zeitpunkten ankamen. Was man aber gar nicht direkt von Anfang an merkt. Und das finde ich Wahnsinn. Richtig cool.
Kennt jemand von euch Outcast? Half-Life 2? Ja, genau, Half-Life 2 macht das ja, glaube ich, auch. Was ist mit Raven? In Ravens Brief war von einem Tempel die Rede und dass er versucht, hineinzugelangen. Wir sind einstimmig der Meinung, dass es sich dabei um einen Tempel Adanos handelt, den Raven zu entweihen versucht. Die Erdbeben sind offenkundig das Resultat von unheiligen Beschwörungen. Unheilige Beschwörungen? Die gegen einen mächtigen Zauber prallen. Ja. Die Tore des Tempels sind magisch verschlossen. Und genau dieser Zauber ist es, der die Steinwächter auferstehen lässt. Der Tempel wehrt sich. Wir müssen Raven aufhalten, bevor er ins Allerheiligste eindringen kann. Das hört sich aber übel an, was der Raven da abzieht. Machen wir den hier mal. Raven ist nur ein ehemaliger Erzbaron, kein Magier. Wie soll er so eine Beschwörung durchführen? Eine Woche war unterwegs? Ist er meinst du in Half-Life 2? Sondern ein abtrünniger Magier, der in seinem Auftrag handelt. So oder so, wir müssen das Übel abwenden. Genau. Was will Raven im Tempel? Wir wissen nur, dass es sich um ein mächtiges Artefakt handelt, das irgendwie mit Adanos und Belia in Verbindung steht. Wir können wohl davon ausgehen, dass er damit nichts Gutes im Schilde führt. Nehmen wir es doch mal. Das ist aber unfair, dass wir direkt annehmen, dass Raven damit was Böses machen will. Saturas, Mensch, das ist aber ein bisschen offener. Wie geht's jetzt weiter? Wir werden hier bleiben und weiter die alte Kultur studieren. Die alten Schriften der Erbauer bergen noch eine Menge Geheimnisse, die wir lüften müssen, wenn wir verstehen wollen, was damals hier geschehen ist. Du musst in der Zwischenzeit einiges für uns erledigen. Na, der hat eine ganze Liste vorbereitet. Ich sehe schon kommen. Was soll ich tun? Du musst Raven finden und ihn daran hindern, den Tempel Adanos zu entweihen. Eine Hauptquest also. Wenn das der einzige Weg ist, ihn aufzuhalten, in Adanos Namen, ja. Sammle auf deinem Weg auch alle alten Reliquien und Niederschriften der Erbauer, die du finden kannst, und bringe sie zu uns. Wir müssen noch mehr wissen über dieses Volk und seinen Untergang. Nur wenn wir Ravens Pläne durchschauen, können wir sie auch durchkreuzen. Des Weiteren musst du einen Weg finden, die Sklaven zu befreien. Ist das alles? Das mache ich doch mit Links. Ich weiß, dass es viel verlangt ist. Geil! Sieh es als eine Chance, mein Vertrauen zurückzugewinnen. Okay. Nur um dein Vertrauen zurückzugewinnen, damit du auch wieder mich zu deinen Wassermagier-Grillpartys einlädst. Machen wir das hier erstmal. Hast du eine Spur der vermissten Leute ausgemacht? Erst gestern haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Sie liegt unten, in einer der Ruinen im Osten. Sieht ganz so aus, als ob es ein Fischer aus Korinis gewesen ist. Das solltest du dir ansehen. Ha. Guck mal, der Paddy knallhart mit den Insider-Infos. Quahudron, weil er die Klaue seinem Sohn Radames geben musste, als er die Herrschaft abtrat und das Priesteramt annahm. Muss ich nochmal genau lesen, was das mit dem Amt zu tun hatte. Das weiß ich aber noch mit Quahudron und Radames. Deswegen war Quahudron doch, glaube ich, auch verflucht. Ich werde mich dann mal auf den Weg machen. Eine Sache noch. Ja. Raven hat eine Menge Banditen um sich geschart. In deiner Abwesenheit haben wir ein anderes Mitglied vom Ring des Wassers hierher geholt. Wir haben ihn in den Sumpf geschickt. Er kam nicht zurück. Wir vermuten, die Banditen greifen alles an, was nicht aussieht wie sie selbst. Besorg dir also eine Rüstung der Banditen. Ja, woher denn? Nur so wirst du dich ihnen nähern können, ohne dass sie dich gleich angreifen. Klasse, jetzt habt ihr erstmal jemanden hergeholt und direkt dahin geschickt. Ihr seid aber auch Arschlöcher. Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Never heard of him. Wo werde ich eine Banditenrüstung finden, die mir passt? Im Westen scheint es ein Lager der Piraten zu geben. So viel wir wissen, stehen sie in Kontakt mit den Banditen. Ich denke nicht, dass sie dich angreifen werden, wenn du zu ihnen gehst. Vielleicht kannst du bei ihnen Hilfe finden. Also, um in den Osten an den Tempel zu kommen, müssen wir wohl erstmal in den Westen zu den Piraten gehen. Der Paddy ist secretly bei Punkbuster, das ist der Geschichtenschreiber bei Punkbuster. Dass du noch unversehrt hier angekommen bist. Nicht? Wie kann es sein, dass ihr vor mir hier angekommen seid? Wir sind durch eine seltsame Dimension gereist. Wer weiß, welche Irrwege du genommen hast. Und jetzt? Kann ich das Portal nochmal benutzen? Wir sind ja direkt hier angekommen. Es funktioniert offensichtlich ganz gut. Ich werde dich natürlich darüber unterrichten, wenn ich den Verdacht habe, dass es anders sein könnte.
Ja, und ja, genau, was hast du hier bisher so gemacht? Was hast du bisher hier gemacht? Ich studiere die Geschichte der Erbauer und versuche zu verstehen, warum sie das Portal verschlossen haben. Es sieht ganz so aus, als wollten sie damit die untergegangene Stadt vor dem Rest der Welt verstecken. Schreckliche Dinge sind hier vor vielen Jahren geschehen. Etwas Grauenvolles hat sich ihrer bemächtigt, wenn man ihren Aufzeichnungen Glauben schenken darf. Dann gab es kurz vor dem Untergang der Stadt einen fürchterlichen Bürgerkrieg. Die Straßen standen in Flammen und eine alles verschlingende Flut besiegelte schließlich das Schicksal der Erbauer. Die wenigen, die dieses Inferno überlebten, verschlossen diesen Teil der Insel in der Hoffnung, das Chaos hier einzusperren. Korrekt von denen, ne? Was hat die Erbauer denn so aufgebracht, dass die Straßen angezündet haben und eine Flut heraufbeschworen haben, so wie man will? Was hat die Erbauer denn so aufgebracht? Jemand aus ihren eigenen Reihen hat sich dem Bösen verschrieben. Er war ein großer Feldherr namens Quahodron. Heimgekehrt aus einer erfolgreichen Schlacht außerhalb der schützenden Mauern dieser Stadt, brachte er das Übel mit sich. All seine Anhänger verfielen kurze Zeit später dem Wahnsinn und begannen, das gemeine Volk zu bekämpfen. Der darauffolgende Bürgerkrieg legte alles in Schutt und Asche. Sagtest du gerade, es kam eine Flut? Adanos selbst ist ihnen erschienen, um den Wahnsinn zu beenden. Er machte diese Stadt dem Erdboden gleich. Ja, der hat einfach mal hier alles weggewischt. Hört sich schon wichtig an, ne? Und wir Narren haben das Portal wieder geöffnet. Ja, richtig. Und wir Narren haben das Portal wieder geöffnet. Klassisch. Wohl ist mir dabei auch nicht. Das kannst du mir glauben. Aber was hatten wir schon für eine Wahl? Wenn wir nicht aufhalten können, was hier am Berg ist, dann wird es Corinus vielleicht genauso ergehen wie einst den Erbauern dieser alten Stadt. Was glaubst du, werden wir hier finden? Darüber kann ich nur Vermutungen anstellen. Du solltest mal mit Satura sprechen. Er hat da so eine Ahnung. Haben wir prinzipiell schon gemacht. Insofern, tschö Nefarius. Myxir, mit dir spreche ich in dem Moment. Lol. Die sind da schon längst am Barbecue dran sitzen, Alter. Die haben echt nicht auf mich gewartet, die Kollegen. Kopf der Fangheuschrecke. Den kann ich den Kopf abnehmen. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um, bevor wir mit den anderen beiden reden. Ich will mal sehen, was, wie sich das hier so geändert hat. Also, eine Menge Bäume zusätzlich dazugekommen. Ne? Klasse, zusätzlich dazugekommen. Wie soll es auch anders sein? Mal sehen. Aber hier hatte man nie so eine perfekte Aussicht, weil prinzipiell ist das Tal hier so in zwei Seiten geteilt. Wo hier mal eben ein hartes Bergmassiv ist. Konnte man hier oben nicht hoch? Doch, ich glaube, was hatten wir da? Eine Heilpflanze. Ich glaube, man konnte hier hoch. Ich weiß nicht mehr, ob es da oben was zu finden gab. So, ich kann da doch... LOL! Ah, mir ist in den Kopf gestoßen, Alter. Naja. Nach einer Woche... Okay, da komme ich offensichtlich nicht... Da kann, kletter ich, glaube ich, einfach direkt hier hoch. So geht das. Eieieiei. Ich glaube, die Wüste blieb Wüste. Aber das Piratenlager soll sich krass verändert haben. Okay. Ich will da hoch. Wir gucken. Und wie man sieht, sieht man nichts. Zu viele Bäume. Ist ja eine der größten Kritiken eigentlich an der Livermod, dass es zu viele Bäume hier gibt. Na gut. Dann, machen wir doch mal Folgendes. Gehen wir erstmal hier runter. Was macht Adanos? Ja, aber der Quahodron hatte da halt eine Wahl, ne? Ich meine, er wurde in Versuchung geführt, aber das ist halt die Sache mit den Göttern, ne? Die testen dich. Ganze Weidenbeeren, die es hier zu sammeln gibt. Können wir hier ganz runter? Die können da aber auch bestimmt hoch, ne? Unsere ersten Gegner. Sollen wir mal gucken, ob wie die gegen den Bogen... die bestehen überhaupt nichts gegen den... Also gegen den Bogen haben sie keine Chance. Oh shit! Schieß gegen den Kadaver.
Gerade noch Glück gehabt. So, mal gucken, ob wir hier unten was finden. Hier geht's dann aber rechts auch schon wieder hoch. Mit Heuschrecken, ganz genau. Aber ich finde die, ich finde sie auch interessanter als die. Ich finde es auch gut, dass die ein paar neue Monster hier eingefügt haben. Wichtig. Die Musik ist genial. Ihr hört sie ja noch zu Genüge, oder? Ich muss die gerade nicht lauter machen, oder? Hat gerade. Oh! Die Razer habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Shit. Kommt er mir immer noch hinterher oder steht er da unten? Wie ist die Wegfindung von den Viechern nochmal? Wo ist der denn jetzt? Da hinten ist er! Verdammt, den treffe ich so nicht. Sumpfdrohnen, Alter, da werde ich richtig mit meinem Pfeil aufräumen. Jawohl! Direkt platt gemacht, das Biest. Oh, den kann ich nicht ausnehmen, den Razer. Nicht mal das Fleisch. Merkwürdig. Vielleicht zu zäh, die Biester. Was haben wir denn sonst so? Oh, guck mal, da ist der Kopf von dem Viech. Da liegt der jetzt. Die Musik ist richtig cool, das stimmt. So, erkunden wir das hier erstmal. Hinten haben wir sogar noch einen Varan. Müssen wir aufpassen. Jawohl. Oh, verdammt! Ja, zieh den Bogen wieder, bitte. Verdammt! Jawohl. Und zack! Jawohl. Heilung brauche ich nicht. Ich krieg das auch so hin. Easy, easy. Ich bin da geizig gerade, was zu essen. Aber da müsste ich wahrscheinlich nicht so die ganze Zeit wegrennen, wenn ich nicht so geizig wäre. Also es ist schon der Plan, dass ich zu einem von den Magiern hingehe, damit sie mich mal... Ah, guck mal, ich habe jemanden gefunden. William! Williams Notiz. Das ist ja... Wer nochmal? Farim hatte William ja vermisst gemeldet. Gucken, was dazu... William. Wenn der Mond im vollen Licht steht, wird die Wache gelenkt, abgelenkt sein. Schleich dich heraus. Aber sei vorsichtig. Wenn du dem Knüppeldamm folgst, kannst du den Sumpf verlassen. Das Piratenlager liegt auf der anderen Seite des Tals, weit im Westen. Von dort sollte es dich ein leichtes sein, mit dem Boot zu entkommen. Jemand, der es gut mit dir meint. Oh... Der Arme, der hat es nicht geschafft. Er hat wahrscheinlich hier genächtigt, der hat es aus dem Sumpf rausgeschafft. Hat hier genächtigt und hat dann hier auch sein Ende gefunden. Leute, im Moment schweigen bitte für William. So, weiter geht das hier. Der Arme. Der schippert das auch schon wieder. Adonis weint um William. Ey! Verdammt. So. Nicht, dass wir hier noch von der Sumpffliege, von der Blutfliege platt gemacht werden. Das kann ja gar nicht. War da unten sogar noch ein Varan. Der Arme. Aber gut. Wie hat das... Wie war das nochmal? Der hat ja Geschäfte mit Skip gemacht oder so. Und Skip hat den wahrscheinlich verraten, ne? William, der Letzte seines Geschlechts.
Eine Essenz der Heilung hier, grobes Breitschwert. Vielleicht war das die Waffe von William, die hatte er verloren. Auf den Weg hierhin. So, hier oben auf dem Plateau wollte ich immer noch kurz gucken. Okay, da unten geht es dann jetzt wirklich in den Sumpf schon rein. Wollen wir mal kurz gucken, ob wir die Leiche von Lance jetzt schon finden. Eine Heilpflanze können wir noch mitnehmen. Sehr gut. Ist ein bisschen gewagt, aber ich will Lance wenigstens finden. Damit wir ihn von seinem Schicksal als Wasserleiche hier ein bisschen befreien können. Ich glaube, der lag hier auch recht am Anfang, ne? Krass, da hat man mal gesehen, eins der seltenen Momente, wo eine, wie eine Blutfliege unten prinzipiell sich hinsetzt. Normalerweise sieht man die Viecher ja nur, wie sie schon fliegen. Yo, Efe Pascha und Hai Nanking, alles cool, dass ihr da seid. Das, wie kann man so frei anvisieren? Da bist du schon mal recht nahe. Frei zielen heißt die Mod. Von Mudfreak im World of Gothic Forum. Ganz genau, der Paddy hat da auch schon gepostet, wie es heißt. Denkt dran, ich spiele mit der Liver Mod. Und, du meinst, Lance ist doch direkt dort, wenn der normalen Weg runtergeht, beim Eingang zum Sumpf. Du meinst weiter oben? Der liegt doch weiter unten, oder nicht? Achso, Hölle. Habe hier jetzt schon direkt einen Schatz gefunden. Also, Efe Pascha, ich kann es dir nur empfehlen, beide Mods auszuprobieren. Liver, aber auch das freie Zielen. Eine alte Steintafel. Cool. Hi Nanking, wie sieht's aus bei dir? Alles cool? Du meinst wirklich, dass der Lance nicht hier vorm Sumpflager lag? Oh, verdammt. Jawoll! Also die Sumpfdrohnen. Nochmal aus nichts kommt da das Biest. Weg runter in den Sumpf und wo der Weg aus ist und der Sumpf anfängt, dort liegt er. Ja, dachte ich auch. Deswegen also prinzipiell jetzt hier. Hier hört jetzt der Weg auf. Siehst du? Ende. Und da hinten ist prinzipiell der Anfang vom Sumpf. Na? Na, sehr gut, da haben wir noch hingekriegt. Ich glaube, hier liegt doch jemand. Lance. 50 Pfeile, rohes Fleisch, Brot, Weiden, Erkennungszeichen des Ringes Wassers, alte Münze und Gold. Nicht zu holen. Bei dir ist alles gut. Das freut mich zu hören. Bei mir ebenfalls. Ein entspanntes Wochenende hinter mir. Und jetzt zum Abschließen nochmal ein bisschen Gothic. Ja, dann haben die Leute wirklich den Lance hergeholt, weil sie mich nicht gefunden haben. Wie haben sie das denn gemacht? Haben sie eigentlich dann per Telepathie den Vatras angerufen und gesagt, Vatras, schick uns nochmal jemanden? Der eine kommt nicht an. Oder ist einer von denen zurückgegangen, hat Lance geholt? Naja, so oder so, es kommt nicht darauf an, wie, denn Lance ist ebenfalls tot. So. Und Lance, dein Kampf, dein Gefecht ist hiermit zu Ende. Ruhe nun. So. Die haben uns aber auch gesagt, dass die scheinbar alle angreifen, die Banditen. So wie den Lance. Das glauben wir denn jetzt mal. Jedenfalls haben wir Lance Ring gefunden. Dann gehen wir doch direkt mal zurück zu den Wassermagiern und sagen denen jedenfalls, dass wir Lance gefunden haben. So. Hainan, wie war dein Wochenende bis jetzt? Dann gehen wir wieder zurück und da ist dann das Wetter auch nicht mehr so schlecht. Musik aber nach wie vor richtig schön stimmig und dieser Lichteinfall. Vielleicht eine Hoffnung am Horizont. Ah, guck mal. Eine kleine Hütte vielleicht? Fackeln leuchten jedenfalls noch.
Wir hätten hier eine Truhe. Die ist sogar nicht abgeschlossen. Ausgezeichnet. Ja, aber... Ah, ich glaube, da oben haben wir sogar noch eine Hütte. Schauen wir uns mal weiter oben um. Ich glaube, da hinten habe ich ja schon mir alles angeguckt. Genau. Diese Hütte hier oben, meinte ich. Oh, du kommst gerade erst von der Arbeit. Ja, dann hoffe ich, dass du jetzt wenigstens ein bisschen ausspannen kannst dann. Ich habe Lances Leiche gefunden. Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Zathoras hat uns meinen Sohn genannt. Wow. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. Naja, richtig vertrauen tut er uns immer noch nicht, aber gut. Nefarius erzählte mir von einer Flut. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Also, Adanos ist auf jeden Fall, der tritt nicht häufig in Erscheinung, aber wenn, dann zack, ne? Richtig los. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Volle Kelle. Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Wo weißt du das denn? Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Rademis, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Aber kommt dann eigentlich eine zweite Flut? Adanos möge dich schützen. Wie hält sich das da bei Adanos? Ich meine, ist dann so... Oh, ist doch jemand unwürdig. Zack, Flut. Zathoras, du hast hier aber eine schöne Aussicht, muss ich sagen. Ich setze mich mal kurz zu dir. Das wird gerade benutzt? Das ist eine Ein-Personen-Bank? Ach komm. Ja, jetzt haben wir hier wenigstens einen Hocker. So, hier. Ist auch schön. Klasse. So. Wie sieht's denn aus bei euch, Leute? Habt ihr euch auch was Ordentliches zu trinken geholt? Der Alex bestimmt wieder seine Kokosnuss... eine Eisfall-Schriftrolle. Eine Kokosnuss... Drink-Lösung. Links, rechts. Zathoras will nicht kuscheln. Ich fürchte, so sieht's aus, Heinan. Ich glaube, die habe ich aber schon mal gelesen vom Almanachen. Also, ich kenne die schon. Ich kenne die Seite, ja. Aber ich lese mir die nicht im Voraus an. Ich will es jetzt nochmal spielen und im Nachhinein werde ich es mir... Oh, verdammt. Da kommt kein... Oh, yeah. Da kommt wieder... geweihtes Wasser. Cool. Und ein Kochlöffel. Ich nehme es einfach mal mit. Ich weiß gerade nicht, ob ich irgendwann mal einen Krautstampfer brauche. Aber da kommt schon wieder nicht der blöde, der blöde Text hier, ne? Naja, ich rede erstmal noch mit den anderen Magiern. Aber auf jeden Fall danke, Paddy. Auch diejenigen hier von den Zuschauern, die eventuell Interesse haben. Könnt ihr euch ja durch... Hey! Rede mal mit mir! Hast du das hier erwartet? Genau. Auf keinen Fall. Ich bin überwältigt, wie groß die Stadt gewesen sein muss. Die meisten Gebäude sind unter Stein und Erde verschüttet, aber die Ruinen, die die Zeit überdauert haben, sind über das ganze Land hier verteilt. Es müssen Tausende gewesen sein, die hier gelebt haben. War aber schön eng dann, ne? Was werde ich da draußen finden? Im Osten gibt es eine große Festung in einem riesigen Sumpf. Ja, bei den Banditen. Soweit wir das von hier aus beurteilen können, haben sich die Banditen dort verschanzt. Die lassen mich erstmal nicht rein. Wenn ich du wäre, würde ich nicht darunter gehen. Sie haben viele Vorposten und Wachen aufgestellt. Mache ich auch erstmal nicht. Besser den Sumpf, bis du mehr Erfahrung hast oder einen Weg findest, die Banditen zu umgehen. Das ist der Plan. Im Westen haben wir einige Piraten entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie haben uns entdeckt. Scheint sie aber nicht sonderlich zu stören, dass wir hier sind. Es sind mir mehr über diese Gegend. Ich meine, der hat mir eigentlich alles erzählt. Bis auf den Süden. Was willst du wissen? Was ist im Norden? Im Norden ist der Tempel, aus dem wir rauskamen.
Wenn ich den Aufzeichnungen der Erbauer Glauben schenken darf, dann wirst du dort ein großes, von hohen Felsen und Tal finden. Dürre und Wüstensand bestimmen dort die Landschaft. Okay. Wo komme ich hin, wenn ich nach Süden gehe? Das Land im Süden ist sehr zerklüftet. Serpentinenartige Wege. Serpentinenartige Wege. Ruinen wirst du dort finden. Okay. Gibt es eine Karte dieser Gegend? Kronos hat eine angefertigt. Ah. Überlässt sie dir bestimmt. Ausgezeichnet. Da gehen wir direkt als nächstes zu Meister Kronos. Was könnt ihr denn mit dem beibringen? Mir deine Fähigkeiten beibringen? Ich kann dich in der Kunst der Alchemie. Ah! Erreichen. Guck mal. Lehre mich. Magische Tränke braut man. Dafür benötigst du. Von mir kannst du das. Was hat denn so im Angebot? Elixier der Geschick. Ach, guck mal, das könnte ich auch bei dem lernen. Das müsste ich ja dann gar nicht, die Sonnenaloe, bei, wie hieß die Dame nochmal? Bei Sagitta machen. Essenz der Heilung kostet nur einen Lernpunkt? Ernsthaft? Was ist nochmal Essenz der Heilung? Das ist die niedrigste Rang, ne? Aber ich meine, 5%. Halt ein bisschen weniger als gebratenes Fleisch. Hat aber den Vorteil, dass ich das auf jeden... Ey, renn mir nicht weg hier! Dass ich das auf jeden Fall... Ist so dunkel geworden auf einmal. Jetzt ist der abgehauen, ne? Ach, da hinten steht der. Ha! Naja, was ich sagen wollte ist, hätte den Vorteil, dass ich das mit dem, mit der, Taste H einfach benutzen könnte. Und dann im Kampf... gesichert wäre. Ich muss mal ein bisschen Licht hier machen. Jo, wunderschönen guten Abend, Hatzel. Ich kam heute auch vom Balkon. Mir geht's sehr gut. Wie läuft's? Hör mal. Seltsam, findest du nicht? Was denn? Diese Teleportersteine scheinen nicht zu funktionieren und trotzdem hört man sie surren. Obwohl sie nicht aktiv sind, ruht trotzdem eine gewisse Energie in ihnen. Was glaubst du, müsste man tun, um sie zu aktivieren? Ich habe da so eine Ahnung. Ich brauche nur noch einen Beweis für meine Vermutung. Ich hatte schon vor Tagen so ein Gefühl, als hätte ich die Bauweise dieser Objekte schon früher einmal gesehen. In der Kolonie vielleicht? Wir müssten ihnen eine verdammt große Menge an magischer Energie zuführen, damit sie wieder ihren Dienst verrichten. Hätten wir doch bloß magisches Erz dafür, nicht wahr? Hatzel, was hast du denn so schön im Garten gemacht? Ein bisschen gegrillt, ein bisschen gegärtnert? Beides so ein bisschen. Wo hast du diese Teleportersteine schon mal gesehen? Im Minental. Du bist doch damals auch in der Strafkolonie gewesen. Sind dir diese Steine niemals aufgefallen? Doch, das sind diese Beschwörungssteine. Ich bin sicher, dass man sie heute noch dort finden kann. Ja. Was könnte genügend magische Energie dafür aufbringen? Da fällt mir nur eins ein. Ein magischer Fokus. Ich meine einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe damals die magische Barriere im Minental... Bitte sagt, er hat die zufällig dabei. Bitte sagt, er hat die dabei. Hast du sie für uns vor einiger Zeit wieder beschaffen? Ja. Ja, ich kann mich erinnern. Wo sind die Fokussteine? Bitte sagt, er hat die dabei. Sie sind mir anvertraut worden. Ich soll sie verwahren, bis wir wieder Verwendung für sie finden. So wie es aussieht, ist es jetzt soweit. Ist aber schon ziemlich cool. Du sagtest, du brauchst einen Beweis, dass die das wieder aufnehmen von Teil 1. Ich einen magischen Fokus an diese Teleportersteine anschließen. Aber ich wüsste nicht, wo. Ich habe genug gehört. Ich weiß, worum es geht. Gib mir den Fokusstein. Gib mir einen Fokusstein. Ich will versuchen, ob ich die Teleporter zum Laufen bringe. Na gut. Aber pass gut darauf auf. Hörst du? Saturas würde mich köpfen, wenn wir sie verlieren. Ach, pappetipapp. Ich hab die letztens auch wieder gefunden. Wenn ich verliere, dann finde ich die auch wieder, keine Sorge. Myxia! Schon neue Erkenntnisse. Ich suche dich wegen einer Karte. Die faszinieren mich. Ah. Schade, dass ihre Sprache so tot ist wie sie selbst. Ihre mächtigen Rituale. Ach nee, gar nicht, das Beschwörungen war... waren auch keine Rettung ja. für sie. Beschwörungen? Die Erbauer hatten eine starke Bindung zur Geisterwelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann glaubten sie, in ständigem Kontakt mit ihren Ahnen zu stehen. Hierzu wurden regelmäßig Beschwörungen und Rituale abgehalten, um die Geister um Rat zu bitten oder Erleuchtung zu erlangen. Ha, die Untoten, die ich kenne, hatten nie viel zu sagen. Wie gut. Die Untoten, die ich kenne, hatten nie viel zu sagen.
Die Erbauer haben keine seelenlosen Untoten erschaffen wie Zombies oder andere böse Kreaturen. Sondern Geister. Bei den Geistern handelt es sich um die Seelen großer Krieger, Priester und Herrscher. Bisher habe ich keinen Zweifel daran, dass sie wirklich existieren. Oh, und da bebt es schon wieder. Wie funktionierten diese Geisterbeschwörungen? Die toten Wächter hatten ihre speziellen Formeln, mit denen sie die Geister besänftigten. Die Schilderungen, die ich hier finden konnte, sind jedoch teilweise sehr verwirrend. Nur selten erhalte ich klare Antworten auf meine Fragen. Wenn ich einen Geist sehe, dann sage ich dir Bescheid. Wenn ich einen Geist sehe, dann sage ich dir Bescheid. Ja, ich bestehe darauf. Hör mal, wird der sich wundern? In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die Geschichte und Magie der Erbauer... Das war der letzte, ja, aber... Dieser Text ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. Ja, die kann ich ja noch nicht lernen. 15 Lernpunkte. Also, für Mixier sollen wir nach dem Geist Ausschau halten. Wo? Mit Kronos sollten wir noch reden, ne? Riordian... Hey. Riordian hat eigentlich gar nichts, ne? Was wir für ihn machen sollten direkt. Wo war jetzt nochmal Kronos? Weil der hatte wohl die Karte. Medarion. Du wolltest dass wir das mit dem Teleporter machen. Nefarius, für dich habe ich sowieso, sagen wir, die Hauptquest. Nee. Hä? Hat er sich auf einmal hier hingestellt. Ich werde gerade verrückt. Ich mache das jetzt einfach mal mit diesem Teleporterstein. Und dann tagsüber werde ich versuchen, den Kronos zu finden. Eieiei. Bei dem Disco-Stein. Ja, müssen wir aufpassen. Das bei den Zuschauern. Ah, lol. Wer kam denn auf einmal? Die Ratten. Ja, friss dich fett an deinem Kollegen. Da ist aber auch richtig sturmfrei bei euch, also Hatzel. Ja, das bedeutet. Komisch, ich habe das auch eben mit diesem Bugfix gemacht. Kann ich denn die alten Steintafeln lesen? Probiere ich mal. Interessant. Die Kaste der Krieger hatte den Zorn unseres Gottes heraufbeschworen. Radames, der Nachfolger Quahodrons, wurde gebannt. Aber seine böse Macht erreichte uns selbst vom Ort seiner Verbannung noch. Wir waren machtlos dagegen. Adanos Zorn hat Jakandar getroffen. Das kenne ich schon. Ja, das kenne ich wirklich schon. Bisschen näher denn halt. Schönes Licht jetzt. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir die nicht vielleicht doch lesen können hier. Das ist die falsche Seite? Ich meine, da sollte überhaupt kein Dialog kommen, aber ich kann das nicht lesen, ne? Radames, nicht Radames. Ui. So, und jetzt nochmal zurück. Und dann nochmal raus. So. Das ist auch schön. Weiß jedenfalls mal rausgekriegt, wie das funktioniert hier. Dann mache ich jetzt nochmal den Disco-Ball an. So, und wer wollte darüber nochmal sprechen? 31 Grad war es bei Hatzel. So warm war es bei uns dann auch wieder nicht. Ich habe einen der Teleportersteine aktiviert. Ja, habe ich mal einen hier gemacht. Habe ich also doch recht gehabt. Ich habe mit den anderen schon darüber gesprochen. Wir wollen, dass du versuchst, alle Teleportersteine zu aktivieren. Es wäre bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe, wenn wir schnell von einem Teil der Stadt in den anderen gelangen würden. Hier hast du einen weiteren Fokusstein. Aktiviere sie alle, wenn du kannst. Ich werde es versuchen. Nicht. Ich meine, auf der einen Seite sind die Magier alle so ein bisschen misstrauisch mir gegenüber. Aber dennoch haben die große Erwartung an uns. Also, für ihn sollen wir alle aktivieren. Schlafen die anderen vielleicht? Naja, ich werde mich jedenfalls mal kurz hier hinlegen. Damit wir ein bisschen wieder mehr Licht haben. Ja, und nach wie vor kommt der Dialog leider nicht. Das ist jetzt wirklich nervig. Interessanterweise kann ich jetzt nicht die Falltasten dafür benutzen. Hero. Export. Bugfix. Ist aber sehr nervig. Hero. Import.
Bugfix. Wenn ich das jetzt jedes Mal machen muss. So. Können wir das... Ne. Ist auch schon ein bisschen heller. Ah, wo sind die anderen? Hier sind die alle wenigstens alle auf einem Punkt. Bis auf der Kronos. Wo? Ah, hier ist er. Genau das habe ich auch gesagt. Ach, das wird... Ja, gut, aber ich will den Marvin-Boot nicht anhaben, dass ich hier aus Versehen FK oder F8 drücke oder sowas, weißt du. Schön, dich zu sehen. Und schön Lagerfeuer gemacht. Hast du aber einen großen Garten, oder nicht, hast du? Wie sieht's denn aus? Es ist eine sehr gefährliche Gegend hier. Einige von den Tieren hier in der Gegend hat niemand von uns jemals zuvor zu Gesicht bekommen. Ganz in der Nähe gibt es einen großen Sumpf, der sich einige hundert Jahre unbemerkt entfalten konnte. Ach, 100 Jahre ist das schon her, die Flut? Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht von einige. Den Biestern aus diesem Sumpf angegriffen werden. Ich rate dir, vorsichtig zu sein, wenn du hier herumspazierst. Alles klar, Kronos, ich werde aufpassen. Ja, genau, Efe Pascha, genauso wie Patty sagt, das ist Akrobatik. Und wenn du die Dex, also Geschicklichkeit, auf 90 hoch trainierst oder wie auch immer hoch kriegst, dann kannst du so weit springen. Und prinzipiell gibt es dann auch einen reduzierten Fallschaden, wenn man abrollt. Wir haben schon einigen von ihnen den Chaos gemacht. Sie stehen wie zur Salzsäule erstarrt da und regen sich nicht. Doch der Schein trügt. Wenn du zu nahe an sie herangehst, werden sie dich angreifen. Es besteht kein Zweifel, dass die Quelle ihrer Macht hier irgendwo zu finden ist. Ja, dann werde ich mal Augen aufhalten. So, mal gucken, was der dabei hat. Taifun benötigt Stärke 45. Könnte ich ertragen. Zweihand-Talent-Bonus 5 ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Was für ein Schaden ist ein Taifun? Ist das Stumpfschaden oder ist das ein Scharfschaden? Weil ist ja eine Klinge vorne dran. Steht der ja gar nicht. Was für eine Schadensart das ist. Will das mal kurz jemand nachgucken? Auf jeden Fall. Und ich bin auch eigentlich hauptsächlich ein Geschicklichkeitscharakter in diesem Durchgang. Als, sagen wir, Jäger mit einem Bogen. Gucken, was der so für Schriftrollen hat. Ich glaube, Eislanze nehme ich mal mit. Wolfrufen. Hier das Unwetter. Das ist, glaube ich, auch ein Flächenschaden, oder? Ich nehme mal Unwetter ebenfalls mit. Und das sollte er. Und dann hier auf jeden Fall die Karte. Hör mal, die muss ich dem abkaufen. Die gibt es nicht umsonst, obwohl ich bei euch im Dienst stehe. Ein bisschen merkwürdig, finde ich. So. Ich wollte aber gerade nochmal gucken, ob ich nach wie vor den Bug jetzt habe. Also, momentan scheint es zu funktionieren. Ich kann nach wie vor keinen Heiltrank brauen. Ich habe das gar nicht gelernt. Aber ich sag mal so, ein Lernpunkt, das wäre eigentlich... Ich werde es mal ohne Heiltränke probieren. So. Jetzt haben wir prinzipiell mit allen hier gesprochen. Taifunschaden ist scharf, meint der Paddy. Ja, dann lohnt sich das für mich nicht. Ich denke halt einfach nur hier an die Golems, aber auch an die Steinwächter. Die vertragen ja besonders gut oder sind besonders gut gegen den Stumpfschaden anfällig. Deswegen habe ich das gefragt. Von Stein, hi, wie geht's dir? Als Jäger ist nice, als Mage ist man viel zu stark. Ja, als Mage später vor allem. Am Anfang ist man als Mage richtig schwach. So, da springe ich nochmal schön weit. Ich will hier alles abgrasen. So, kommt, dann hole ich direkt mal den Bogen wieder raus. Zielen. Und daneben schießen, sehr gut. Leichte Beute für mich, wenn sie da unten... Und sogar ein Headshot reingesetzt. Für einen einzigen Treffer reicht dann der Bogen doch noch nicht. Mit dem Headshot. Ich glaube, ich finde auch nur den magischen Bogen hier. Hier habe ich, glaube ich, nichts mehr zu finden, oder? Da liegt noch was. Die Feuernessel und Heilpflanzen. Habe das Game damals halt ohne Mods durch. Das ist lange her.
bestimmt lange her. Ich habe ohne Mods habe ich's. Wow. Ohne Mods muss das letzte Mal sowas wie 2011 gewesen sein, dass ich... Oh je, da habe ich im Moment Angst, dass ich da stecken bleibe. 2011 muss das gewesen sein, dass ich das letzte Mal ohne Mods gespielt habe. Eine Weidenbeere haben wir hier. Ja, aber jetzt spiele ich es, wie gesagt, komplett mit Mods prinzipiell. So, mal kurz gucken, dass wir die zwei Heuschrecken hier ausnehmen. Na, wo ist die andere jetzt hin? War die hier? Ist sie verschwunden? Das kann natürlich auch sein, ne? Ja, schönen guten Tag. Oh, lol. Ich sag mal so, ohne Mods macht's auf jeden Fall Spaß. Da fällt mir ein, da hinten haben wir ja noch eine Charaktere, mit der wir sprechen müssen. Bevor ich hier weitermache, habe ich gar nicht gesehen da hinten den. Du willst es hier wieder kaufen? Habe ich. Du wirst lachen, aber genau das habe ich auch gemacht. Was ist denn das da oben für ein Plateau? Seht ihr das? Ah, da fällt mir ein, ich muss mal kurz die Karte ausprobieren. Macht er die automatisch? Ja. Das Plateau kann ich mich gar nicht dran erinnern da oben. So. Ist auf jeden Fall, ne? Jetzt ist aber auch mal wieder Zeit für Gothic, Leute. Und deswegen ranhalten. So, ich mache jetzt jedenfalls mit der Aufnahme kurz Schicht. Stream wird natürlich weiterlaufen. Damit die Folgen nicht so lang werden. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's jetzt auf Piratenjagd. Da hinten steht schon der erste. Also sind eigentlich nur noch 10 Meter, bis wir diese Aufgabe gelöst haben. Das gibt's aber dann nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!